Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat den deutschen Beitrag zur militärischen Unterstützung der Ukraine gelobt. Deutschland hat in den vergangenen 8 Monaten viel ungerechtfertigte Kritik einstecken müssen, sagte Wallace nach einem Treffen mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag in London. Deutschland habe durchgehend einen soliden Beitrag geleistet und die Ukraine mit wichtigen Waffenlieferungen unterstützt, so der konservative Politiker. Er betonte unter anderem die Mehrfachraketenwerfer vom Typ M270, die einen strategischen Unterschied gemacht hätten, sowie die Gepard-Flugabwehrpanzer. Lambrecht lobte die Kooperation mit den Briten bei der Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Angreifer. Es tue gut zu sehen, dass man so vertrauensvoll zusammenarbeiten könne, so die SPD-Politikerin. Im Hinblick auf die seit langem von der Ukraine geforderte Lieferung von modernen Kampfpanzern wollte Wallace keine Zusagen machen. Man koordiniere gemeinsam mit den anderen Unterstützern der Ukraine die Lieferung von benötigten Waffensystemen. Sein eigener Bestand an Panzern sei aber begrenzt. Man wird kurz- oder mittelfristig keine britischen Panzer an die Ukraine gehen sehen, sagte Wallace. Er verwies aber auf Panzer aus älterer Produktion, die von ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts geliefert oder von russischer Seite erbeutet wurden. Wenn wir helfen können, deren Aufrüstung zu finanzieren oder andere Panzer zu finden, werden wir das tun, so Wallace. Der britische Premierminister Rishi Sunak bekräftigt auf dem G-20-Gipfel seine Unterstützung für die Ukraine. Das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin werde einen Chor der weltweiten Opposition gegen seine Aktionen hören, sagt Sunak. Das Vorgehen Russlands gefährdet uns alle. Russlands Rolle im internationalen System könne niemals normalisiert werden, solange der Krieg in der Ukraine andauert. Sunak wird im Rahmen des Gipfels auf der indonesischen Insel Bali voraussichtlich den russischen Außenminister Sergej Lavrov treffen. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, will den Druck auf Russland erhöhen. Wir sollten versuchen, das G-20-Treffen zu nutzen, um alle Partner zu überzeugen, mehr Druck auf Russland auszuüben, sagt Michel auf einer Pressekonferenz auf Bali. Der beste Weg zur Bewältigung der Lebensmittelkrise bestehe darin, dass Russland den sinnlosen Krieg in der Ukraine beende. Er habe nicht vor, den russischen Außenminister Sergej Lavrov am Rande des Gipfels zu treffen. Das US-Verteidigungsministerium rechnet nach der Rückeroberung der Stadt Cherson durch die Ukraine damit, dass sich russische Truppen am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dnipro verschanzen werden. Auf der östlichen Seite seien Zehntausende russische Soldaten, betonte ein ranghoher Pentagon-Vertreter am Montag. Unsere aktuelle Einschätzung ist, dass sie die Absicht haben, dieses Territorium unter ihrer Kontrolle zu behalten. Man habe derzeit keine Hinweise darauf, dass ukrainische Einheiten den Fluss überquert hätten. Auf der östlichen Uferseite halten die Russen nach wie vor den Großteil des Gebiets Cherson. Die Ukraine hat angekündigt, alle Gebiete des Landes von der Besatzung befreien zu wollen. Die russischen Truppen haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj vor ihrem Rückzug die gesamte Infrastruktur in der Stadt Cherson zerstört. In Cherson gibt es keinen Strom, keine Kommunikation, kein Internet und kein Fernsehen, sagte Selenskyj nach seinem Besuch am Montagabend. Alle wichtigen Einrichtungen in der Stadt und in der Region sind vermint. Der größte Teil der befreiten Region Cherson ist nach Angaben des staatlichen Stromversorgers Ukrenergo bereits seit dem 6. November ohne Strom. Nach Angaben von Ukrenergo-Chef Volodymyr Kudrytsky hatten die russischen Truppen ein wichtiges Kraftwerk zerstört. Die Anlage habe, das gesamte rechte Ufer der Region Cherson und einen bedeutenden Teil der Region Mykolajiv mit Strom versorgt. Die russischen Streitkräfte hatten sich in der vergangenen Woche nach 8-monatiger Besetzung aus Cherson zurückgezogen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj begrüßt es, dass die USA und China Drohungen, Atomwaffen einzusetzen, verurteilen.
Jeder versteht, an wen diese Worte gerichtet sind, sagte Selenskyj zu den separaten Erklärungen der beiden Länder im Anschluss an ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping vor dem G20-Gipfel auf Bali. Beide sprachen sich nach US-Angaben gegen russische Drohungen aus, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Nach chinesischer Darstellung unterstützt Xi neue Friedensgespräche zwischen den Regierungen in Moskau und Kiew. Die Ukraine ehrt politische und publizistische Unterstützer aus dem Ausland mit Verdienstorden, darunter auch 3 Journalisten des Springer Verlags. Ausgezeichnet werden Welt, Chefredakteur Ulf Poschardt, der stellvertretende Bild, Chefredakteur Paul Ronsheimer und der verantwortliche Redakteur im Bild, Ressort Politik, Julian Röpke. Das geht aus einem Erlass von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew hervor. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, gratulierte. Durch eure mutige Berichterstattung habt ihr der Bundesrepublik die Augen eröffnet, dass dieser Krieg jeden Deutschen betrifft, schrieb er am Montag auf Twitter an Ronsheimer und Röpke. Poschardt habe dazu beigetragen, die deutsche Ampelkoalition zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu bewegen. Sie erhalten jeweils den ukrainischen Verdienstorden dritter Klasse, wie aus dem Dekret Selenskyjs vom 4. November hervorgeht. Auch Journalisten aus Polen, Lettland und den USA wurden ausgezeichnet. Mit Verdienstorden verschiedener Stufen wurden der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas, sein italienischer Ex-Kollege Lorenzo Guerini und der polnische Außenminister Zbigniew Rau geehrt. Einen Orden bekam auch Selçuk Bayraktar, Chef des türkischen Drohnenherstellers Baykar. Buchautor und TV-Philosoph Richard David Precht hat eingeräumt, zu Beginn des Ukraine-Krieges Fehleinschätzungen aufgesessen zu sein. Die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, ist viel besser geglückt, als nahezu alle Beobachter, auch ich, zu hoffen gewagt haben, sagte Precht am Montagabend beim Ständeshaustreff der Rheinischen Post in Düsseldorf. Damals haben die Militärexperten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, alle die gleiche Prognose gestellt und gesagt, dass die Ukraine diesen Krieg binnen Tagen, Wochen oder vielleicht 1-2 Monaten verlieren wird. Wir wissen jetzt erst, wie unglaublich stark die ukrainische Armee von Anfang an gewesen ist, bevor die Waffenlieferungen kamen, behauptete Precht. Insofern bin ich natürlich von einer Fehlannahme ausgegangen, dass es sich nicht lohnt, sich zu verteidigen, wenn der Krieg in 1-2 Wochen verloren ist. Man kann sehen, wie man sich täuschen kann. Precht gehörte noch Ende Juni zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes mit der Forderung, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen möglichst rasch zu beenden. Zudem stellten die Prominenten in Frage, ob Waffenlieferungen des Westens der richtige Weg seien. Dafür waren sie unter anderem vom damaligen Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnyk, scharf kritisiert worden.